Hallo, ich bin Rainer Topp von Weinviertel Alpaka. Gemeinsam mit meiner Frau züchten wir seit 15 Jahren Alpakas im Weinviertel im schönen Niederösterreich. Heute gebe ich euch Tipps über die richtige Haltung, Zaun, Weide und so weiter für Alpakas. Alpakas müssen natürlich in einem Gehege gehalten werden. Weniger als Schutz, also es ist eher als Schutz von außen gedacht, als dass die Tiere davonlaufen würden. Wir empfehlen circa einen 1,50 Meter hohen Zaun. Wichtig ist, dass nach unten hin die Maschen immer enger werden, damit die Tiere nicht den Hals durchstecken können und sich vielleicht strangulieren. Also wichtig, unten engmaschiger Zaun, ausreichend hoch, 1,50 Meter. Das dürfen auf den Weiden natürlich keine Giftpflanzen sein. Die meisten Giftpflanzen erkennen sie, so wie Hahnenfuß. Gefährlich sind aber, wenn in der Nachbarschaft Pflanzen stehen, Kübelpflanzen, zum Beispiel Oleander, und der Wind könnte die Pflanzen hineinwehen und zu tödlichen Vergiftungen führen. Also wichtig, in der Umgebung sollten keine Kübelpflanzen Oleander stehen. Auch Goldregen ist sehr gefährlich, weiters natürlich die allzeit bekannte Herbstzeitlose. Auch beim Heu oder im Heu ist die Herbstzeitlose eine giftige und sogar tödlich giftige Pflanze. Wenn man den Heubauern nicht hundertprozentig kennt und dessen Qualität, unbedingt eine Heuprobe machen und schauen, ob keine giftigen Pflanzeninhalte im Heu vorhanden sind. Wichtig ist auch, dass Alpaka-Hengste und Stuten getrennt gehalten werden. Es könnte höchstens ein Hengst in einer Stutengruppe mitlaufen, aber bei zwei Hälften schon gibt es schon ganzen Tag Streitereien um die Stuten. Also ganz wichtig, auch wenn man beginnt, immer getrennt halten. Am besten nur mit Stuten oder nur mit Hengsten oder Wallachen anfangen, aber niemals Hengste und Stuten gemeinsam halten. Also die Mindestfläche für Alpakas beträgt laut Tierschutzgesetz 1000 Quadratmeter für die beiden ersten Tiere und für jedes weitere 100 Quadratmeter. Wir empfehlen circa die doppelte Fläche, um den Alpakas genügend Auslauf zu bieten. Wichtig ist auch ein Unterstand oder ein Stall, um Schutz bei Regen, Sturm, Gewitter und Schneefall zu bieten. Alpakas schlafen bei uns immer im Freien, nur bei Schlechtwetter gehen sie natürlich in den schützenden Stall. Wichtig ist auch, dass man die Stalltüren weit genug offen hat oder am besten nie schließt, damit die Alpakas bei Gefahr oder bei Erschrecken ungehindert davonlaufen oder flüchten können. Wichtig ist, dass Alpakas genügend Fressplätze zur Verfügung haben. Dadurch, dass wir zwei Gitter aneinander gestellt haben, können wir relativ viele Tiere gleichzeitig fressen, was sich sehr bewährt hat. Somit kommen auch die niederrangigeren Tiere jederzeit zu frischem Heu und Futter.